Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sakrim. Bei den ollen Rollen, ich muss damit aufhören. Bei den ollen Rollen Nummer 5. Heute auf dem Weg zu Draskua. Dort oben auf dem Todkrähenfelsen. Und ich wechsle die Unterhose und betrete die Grabstätte, wie es aussieht. Ich glaube, das ist eine Grabstätte und ich glaube, wir kriegen hier wieder ein Wörtchen geleert. Und ich muss wirklich mal ausprobieren, Pfahlwurzel. Ich muss mal ausprobieren, wie wir Fusro da in Kombination machen. Also wenn wir zum Beispiel, haben wir hier ist er irgendwo, ne? Wort der Macht oder was der hieß, Wirbelwindsprint. Habe ich das überhaupt ausgerüstet? Todeszeichen, Heilung, Hellensehen, Eichenhaut. Ich benutze die wirklich selten, muss ich zugeben. Weil, ja, Todeszeichen, Leiden. Weißt du was? Das aktiviere ich mal gerade. Dann haben wir jetzt Todeszeichen komplett durch. Ja, finde ich gut. Und das hier, das müsste Fusro da sein, ne? F-U-S-R-O da. Sag mal, diese Schrift da rechts, wo da steht Kraft, Gleichgewicht, Drücken, da oben die Zeichen. Fusro da. Die Zeichen da drüber, die kann man, glaube ich, im Buchstaben übersetzen, ne? Zum Beispiel das O sind die beiden Augen mit der Krücke unten dran, in der Mitte, und über Gleichgewicht das rechte Zeichen. Das müsste das O sein. Fusro da hat aber keine gleichen Buchstaben, also man könnte theoretisch ablesen, was die einzelnen, ja, Mantren sind quasi. Jedes Wort hat ein eigenes Mantra, wie es aussieht. Ja, wir brauchen mehr Drachenseelen übrigens, ne, wenn wir das alles wirklich lernen wollen. Würde mich mal interessieren, wie die alle heißen. Da gibt's, also das kann man 100 pro übersetzen. Hier hat man zum Beispiel Buchstaben für Fusro, da hat man ja schon. Aber das Problem ist, das sind ja keine Wörter, die wir jetzt per se übersetzen könnten. Also, ja. Es wird wahrscheinlich irgendwo ein Alphabet. Was war das? Hallo, mein Freund. Sag mal, darf ich mal durch, bitte? Oben ist offenbar noch ein Frostmagier. Glaube ich zumindest. Sollte sein. So. Okay. Dann hier mit. Zaubertrank der ewigen Heilung. Leather Strips. Mist, ich hatte nämlich eigentlich gedacht, ich habe mehr Drachenseelen. Ich hätte vorher mal gucken sollen. Ich verlasse mich irgendwie mal drauf, dass ich das so übrig habe. Das wird sie wohl gewesen sein. Ich wusste, da ist noch eine. Hab gedacht, die versteckt sich vor uns. Geht nicht zu weit voraus. Ja. So, alles leer. Gucke. Schanana, schanana, schanananana, schalala, schalala. Holztür-Adept. Oh Mist, ich wollte gucken wegen Legendär. Kriege ich den von hier aus nicht? Das ist 100 pro wieder irgendeine Falle. Chicken Breast. Auch eine Falle. Niemand? Das wirkt mir ein bisschen zu friedlich. Oh, kräftige Magiker. Die Säge brauchen wir nicht. Wein nehme ich gerne mit. Ich sammle natürlich die Sachen nur auf wegen der Framerate, ne? Ist ja klar. Man sieht, es ruckelt hier ein bisschen. Da muss ich leider die Sachen mitnehmen. Damit ihr ein flüssiges Zuschauvergnügen habt. Ansonsten würde ich das natürlich nicht machen. Sag ich doch. Ist hier eine Falle. So. Oh, danke schön. Hab ich gesehen. Hab sie ignoriert.
Meilensteine. Hier nur ein Hentai-Tentakelchen. Und was haben wir denn hier? Ein Spielbeinbankett haben wir aber schon von einem anonymen Spion. Ja, vielen Dank. Jetzt ist das Gitter offen. So. Irgendwas wird uns am Ende erwarten, was uns nicht unbedingt erfreut. So, warte. Hä? Ach ja, ach, da sind wir schon. Alles klar. Ich nehme das Schwert. Und dann stürmen wir raus. Hey! Ich komm nicht hoch, weil sie leider. Nein, sie blockiert den Weg leider. Oh nein. Hallo. Kann ich bitte mal durch? Ist das alles, was ihr könnt? Nein, ich kann auch das. So, noch ein Dornenherz. Wunderschön. Ebenerzdolch. Ich hoffe, ich kann es einschmelzen. Ich glaube nicht, aber. Hexenrabe. Ach, das ist krass gut. Sag mal, darf ich mal durch? So. So wird's gemacht. Alter Schlitter. Schön. Ich will auch so runterschlittern. Das ist voll gut. Pommelstone? Pommelstone? Auf Merunas Razor. Das ist das, was wir brauchen. Das ist der Knauf, ne? Genau. Pommelstone. Sehr süß. Ringe den Knauf. Das machen wir später. Ja. Wir kriegen ein neues Wörtchen, aber erstmal. Erstmal das hier alles weg. Haben wir mitgenommen? Haben wir mitgenommen. Wir brauchen mehr Drachenseelen auf jeden Fall. Wir brauchen mehr Drachenseelen. Na komm, bring was hinter uns. Rennen. Unbehagen. So viele Worte. Oh, Stein von Berenzia, ja. 13 von 24, oh Gott. Das kann noch ein bisschen dauern. Schlüssel zum Totenkrähenfelsen, gönnen wir uns. Winziger Seelenstein, was ist das hier für ein... Was sind für Tränke? Wieso komme ich da nicht ran? Ich will diese Tränke. Leichtantwortlichkeit, Lähmung, na endlich. Gut. Damit haben wir es hier, glaube ich, durch. Er ist, glaube ich, hinter sich. Okay, warte mal kurz. Da komme ich nicht hinter, aber da habe ich gerade noch was gesehen. Aus diesem Gang hier können wir, glaube ich, eh nicht gehen, ne? Nee. Da glüht noch was und da habe ich noch einen Seelenstein gesehen. Aber wie kommen wir denn da hin? Gar nicht, ne? Also hier schon mal nicht. Probieren wir was. Das ist bestimmt eine gute Idee, was ich gerade mache. Das ist der Seelenstein. Okay. Hat sich wahrscheinlich eh nicht gelohnt hier, aber egal. Ich wollte es trotzdem tun. Silberring hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber egal, wir haben den kleinen Seelenstein hier auch. Alles, was wir haben, haben die nicht. Und das ist gut. 108 Septime. Und jetzt Abflug. Frage ist, können wir uns hier vielleicht eine kleine Abkürzung nehmen? Ja, können wir. Die gönnen wir uns einfach mal. Mist, da oben ist auch noch eine Truhe. Da hinkommen. Was ist das hier? Okay. Da hinten ist noch eine Truhe, aber ja. Ich glaube. Oh, sie ist schon unten. Ich glaube, ist egal. Ich weiß nicht genau, wie und ob wir da überhaupt hinkommen. Hätten wir von oben, glaube ich, hingemusst. Wahrscheinlich irgendwie. Oder. Ne, da geht's nicht hoch. Okay. Ich hab zumindest probiert.
Ich habe es zumindest probiert. So, das war dieses Wort der Macht. Und die Grabstätte und wir müssen... Ah ne, den Knauf haben wir ja jetzt. Den Knauf haben wir jetzt auch. Hexenfelsenschanze, das haben wir auch. Ich schaue nochmal vorsichtshalber nochmal ganz kurz einmal rum, ob uns noch irgendwas fehlt. Nein. Okay. Uns fehlt aber noch eine Sache. Bringe Heft von Marunes Klinge, da müssen wir nochmal nach Morta. Da waren wir neulich erst. Dann nehmen wir auch nochmal Merunes Klinge, machen wir auch nochmal fertig, ist doch schön. Das ist doch schön. Ich hoffe, irgendwann kommt nochmal so ein Elder Scrolls, aber nicht wie, also nicht wie das MMO, nicht wie Elder Scrolls Online, sondern so ein Elder Scrolls raus, wo alle Länder nochmal mit drin sind. Open World. Und dann DLCs. Mit länderübergreifenden Quests. Ah. So, Mortal, Sachlage ist auf jeden Fall viel besser geworden. Ja, hallo. Ich sehe dich. Sah dich. Wer mag denn hier ein Stück Dolch haben? Oh. Hallo Jorgen. Wenn es nicht um die Mühle geht, habe ich keine Zeit, mich zu unterhalten. Zu viel Arbeit. Wieso? Warum kümmert sich der Jarl nicht? Ihr habt bestimmt das abgebrannte Haus gesehen. Ja. Seltsame Sache. Dazu kommen noch nächtliche Geräusche aus dem Sumpf. Geschichten von Monstern. Und nun dieser Zauberer in unserer Mitte. Was soll man machen, wenn man sich nicht an seinen Jarl wenden kann? Haben wir doch alles schon gemacht. Ihr habt so ausgesehen, als wärt ihr wegen irgendwas sehr aufgebracht. Die Welt ist in Aufruhr. Und was macht unsere Jarl? Sie versteckt sich und hat Visionen. Wir brauchen eine Anführerin, keine Mystikerin. Vertraut ihr der Jarl nicht? Wie könnte ich? Sie spricht nicht mit uns. Sie hat diesem Zauberer Valion gestattet, in unserer Mitte zu leben und seltsame Dinge zu tun. Und nun hört man von Rebellion und Drachen. Wie sollte Idgroth da helfen können? Nein, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Das solltet ihr euch merken. Und auf Drachenbjörn natürlich auch. Ganz kurz, ich suche eigentlich nach Teilen von Merunes Klinge. Hättet ihr da was? Ich weiß nicht, wovon ihr redet, Fremder. Bitte. Tatsächlich, Silus Vesusius ist da anderer Meinung. Ich habe von ihm gehört. Mein Vater verdächtigte ihn, mit der mythischen Morgenröte in Verbindung zu stehen. Nein. Er hatte wohl recht. Nein. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat 8 Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Ihr werdet sie also nicht vermissen? Mir ist es egal. Aber meinen Vorfahren nicht. Tut mir leid. Okay, ich würde auch dafür bezahlen. 36 Euro Stück. Die Götter wissen, dass die Mühle ein paar neue Schaufelblätter gebrauchen könnte. In Ordnung. Er gehört euch. Hier sind die Schlüssel. Er ist in einer Truhe in meinem Haus. Teures Vergnügen, aber ich wollte ihn nicht einfach bestehlen. Wie hieß er nochmal? Jorgen. Ich wollte ihn nicht bestehlen. So, ach, hier ist das Haus direkt dahinter. Wir haben den Schlüssel, wir dürfen hier sein, wenn jemand die Wachen ruft. Wir sind legal hier. So. Ja, super. 62 kriegen wir eh zurück. Schapitze. Das wäre alles gestohlen. Na gut, ja, schade, okay. Naja. Jetzt können wir zu Silus zurückreisen. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist mit der Morgenröte. Und was braucht ihr? Ich brauche Lydia zurück. Ich weiß nicht, wo sie steckt. So, auf geht's. Was? Ach ja, in Dämmerstern, stimmt. Das war ja nicht die Festung von Dämmerstern da hinten, sondern das war ja nur Dämmerstern selbst. Stimmt, ja, stimmt, ja. Julianos ist der Gott der Weisheit und Vernunft? Julianos Benos oder was? Beons. Nein. Also wenn einer nicht, dann der. So. So.
Dämmerstern, oh Dämmerstern, hab dich gern, mein Dämmerstern. So, da geht's nicht rüber. Das undankbare Kaff. Jetzt träumen sie alle wieder, weißt du? Können alle wieder schön schlafen. Und keiner sagt mal Danke. Hier, sagst du Danke? Es heißt, dass Vampire die Halle der Wachsamkeit angegriffen und sie niedergebrannt hätten. Ich habe noch nie zuvor gehört, dass Vampire so etwas getan haben. Ja, gut. Das waren Pyro-Vampire. Karte aktualisiert. Oh, die Halle der Wachsamkeit. Ist jetzt aktualisiert. Wahrscheinlich auch wieder so eine Aufgabe mittendrin. Was hat der hier? Warum liegt denn hier so viel Müll rum? Also für so ein Museum? Ganz ehrlich, ich bin empört. Hi, Silus. Mit diesen Klingenteilen, die ihr gefunden habt, musste ich vorsichtig sein. Jedes ist so scharf, dass ich mir mühelos einen Finger damit abschneiden kann. Ich kenne das. Mir sind schon drei Beine nachgewachsen. Und zwei in der Mitte. Hier ist der Steinknauf. Unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Mm. Seht euch diesen Glanz an. Mm. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Jetzt fehlt nur noch das Heft. Aufregend, oder? Überhaupt nicht, bitteschön. Habt ihr den Griff ausprobiert? Ist es nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Nein. Hier ist euer Gold. Danke. Endlich halte ich alle Teile von Merynes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Es gibt ein viertes Teil. Die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Okay, meint ihr, Dagon wird die Klinge instand setzen? Seit ich ein Junge war, spüre ich, dass etwas Schicksalhaftes die mythische Morgenröte umgibt. Ach. Und nun weiß ich, was es ist. Erkennt ihr es nicht? Das Schicksal hat euch zu mir und den Teilen geführt. Dagon muss uns antworten. Wir sind so nah dran. Wir treffen uns beim Schrein. Ich habe das Gefühl, seine Lebenserwartung ist gerade drastisch gesunken. Kann mich aber auch irren. Ich lege mal ein normales Safe-Game an, vorsichtshalber. Nicht, dass der das merkt. Oder ich wäre im Arsch. So. La, 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 la. Stehlen. Jetzt mal kurz rein. Ich werde ihn Bruder nennen. Ja, bitte nicht. So gut kennen wir uns nicht. So, lalala, lalala, aha. Guck mal, da unten sind auch wieder so Runen. Auch wieder ein Alphabet, das man kennen könnte, eventuell. Was man auch lesen könnte, eventuell. So, von Manka Kamon. Ja, möge der Besitzer des vierten Schlüssels. Magna D. Okay, dann habe ich hier die Freiheit. So. Ich muss mich gerade ein bisschen beeilen. Die machen sich ja auch gut in unserem Haus, ne, die Sachen. Ich habe ja gespeichert. Also, schließen Vitrine, aber den Wisch kann ich nicht mitnehmen. Okay. Das kann ich gar nicht erst öffnen. Öffne ich nur aus Spaß. Öffne ich nur, weil ich alles öffnen möchte, was verschlossen ist. Zum Beispiel dein Herz. So. Das war's auch schon, ne? Wir haben alles geöffnet. Komm, ich mach's wieder auf. Ich hoffe, er ist versichert. So, jetzt zu Merynes Dagon. Lass mal kurz gucken, ist es weit von hier? Ich sehe es gerade gar nicht. Ich sehe gerade. Da. Oh Gott. Ach. Oh, das ist da oben. Das war. Oh ja, ja, ja. Um Gottes Willen. Um Gottes Willen. Nocturnal ist die Literatur der Heimlichkeit und der Schatten, so wie Schutzpunkt. Die mag ich. Die ist mir sympathisch. Guck mal, die mag auch Vögel. Also muss gut sein, muss gute Frau sein.
So, und wir gehen jetzt ganz nach oben auf die Spitze. Auf die Bergesspitze. So, Tiber Septim. Ja, der ist wirklich sehr gut. Von dem habe ich oft gehört. Ihr seid hier. Ich lege die Teile auf den Altar. Dann wird Dagon mit uns reden. Ja, bestimmt eine gute Idee. Ich speichere vorher nochmal. Merunes Dagon, Fürst des Wandels. Wir haben euch... Ist da jemand? Ihr könnt es nicht mit mir aufnehmen. Es funktioniert nicht. Warum versucht ihr es nicht? Legt einfach eure Hände auf den Altar. Und dann? Versucht, eure Hände auf den Altar zu legen. Vielleicht spricht Merunes Dagon dann mit euch. Ach, darauf kann ich gerade verzichten. Ihr Sterblicher, ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Na toll. Ihr habt die Stöcke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus, während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Tötet Silus. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Toller Typ. Er hat mir geholfen, die Stücke zu finden. Er verdient es zu leben. Nur Dagon kann entscheiden, ob es sich lohnt, eine bloße Schachfigur zu behalten. Ja, dann töte ihn doch selber. Ich habe gesprochen. Aha, interessant. Tötet ihn. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Champion ein, oder ich werde euch zermalmen. Halt, halt! Bringt mich nicht um! Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann die Teile zurück in mein Museum bringen und sie in einer Vitrine unter Verschluss halten. Ihr erhaltet eine großzügige Menge Gold. Ich kann meine Sammlung vervollständigen und niemand muss sterben. Gut, ciao. Danke. Hier ist euer Gold. Ich werde nach Dämmerstern zurückkehren. Ihr denkt, ihr könntet Merunes Dagon betrügen? Dann seid es. Hat sich nicht so gelohnt, ne? Ja, da hätten wir ja auch töten können, ehrlich gesagt. Aber ganz ehrlich, nö. Ich finde, wir haben das Richtige gemacht. Und jetzt beklauen wir den auch schön. So, das kann er alles gerne behalten, das ist mir egal. So, Merunes Schrein. Oh. Der Feuersbrunst, schön. Der andere Kollege, was hat der so dabei? Schwert der Glut, naja, das hätte ich auch sparen können. Okay. Schlüssel erforderlich. Jetzt kommen wir hier offenbar rein bei Merune. Schön. Dann gucken wir noch mal rein, was Merune bei sich da behält. Wir beide sind vom gleichen Schlag. Ja, ja. Ich freue mich, euch kennengelernt zu haben. Wir kennen uns schon eine ganze Weile. Wir reisen schon seit vielen Monaten miteinander. Ein Herausforderer. Mann, Mann, Mann. Dremora. Die leben aber nicht so lange. Jagdbogen der Verbrennung. Edra Herz natürlich. So richtig Imba sind die jetzt auch nicht. Oh, gleich nicht zu weit voraus. Oh, das ist toll, die hier zu finden.
werde uns irgendwann diese glaziale Rüstung, werde ich uns zusammenstellen. So, was haben wir denn hier schönes? Amethyst, kleiner Seelenstein, Harmonie, da, da, da. Das nehme ich alles gerne mit. Knochenmehl unbedingt. Frostsalze, die sind immer gut. Dreimal Gold. Ich glaube, das ist nur so eine kleine Schatzkammer hier, ne? Glowdust. Verzeichnete Rüstungsverzauberung. Oh, das finde ich gut. Major Conjuring. Darunter noch Dedrische Rom. Ist mir egal, ehrlich gesagt. Jo, das ist nur so ein kleiner... Da geht's nicht tief rein. Das ist nur so ein... Wo über die Jahre alles gesammelt wurde, offenbar. Das ist kein Schreinchen. Ein Orkenschwert, das brauchen wir nicht. Elfenhelm des großen Beschwörers, immer gut. Oh, Moonstone, nice. Zauberbuch, Feuerblitz, Ektoplasma, Glowdust und da noch. Nein, Nordic Pot will ich gar nicht. Warte, warte, warte. Wo haben wir denn? LMN Nordic Pot kommt da wieder rein. Habe ich noch irgendwas, was ich... Silver Plate lasse ich auch hier. Wooden Bowl, bitteschön. Man soll ja nicht alles mitnehmen hier, ne? Der, wir können ja auch ruhig was spenden für den Altar. Ist doch auch nett. So. Ich hätte draußen eigentlich einen Typen töten müssen oder sollen, wahrscheinlich. Hätte sich mehr gelohnt, aber ich finde trotzdem, wir haben das Richtige getan. Auch wenn es sich weniger gelohnt hat, weil wir dann das Schwertchen nicht haben. Hallo? So lobe ich mir das. Sag mal, der hat ja noch Pfeile, ne? Oder sieht das nur so aus? Sieht nur so aus. Okay. Ich glaube, das war's. Ich glaube, wir haben fast alles mitgenommen. Jetzt war's das aber wirklich. Da ist... Die haben wir schon. Ich guck noch vorsichtshalber mal, dass da Stab der Verbrennung... Verbannung. Das sah aus wie ein Lichtelein. Jetzt haben wir's aber. Okay. Ja, das war's. Damit hätten wir seinen Schrein geklärt und schon sinkt sein Aktienwert am freien Markt und er wird untergehen. So. Ja. So, und jetzt, mein Freund? Jetzt guckst du aber. Okay, den Pferden geht's gut, das war mir auch wichtig. Ja, mit ihm... Ich hätte in seinem Museum ruhig alles mitnehmen können. Hätte niemandem geschadet. Außer ihm natürlich. Dann haben wir das auch. Der schwarze Stern. Finde Azuras Stern. Verloren in der Vergangenheit. Oh, das wird, glaube ich, noch länger. Bin ich ganz richtig. Bin ich ganz sicher, wo ich das rufe. Das weiße Fläschchen würde ich gerne endlich mal abgeben. Das würde ich gerne mal machen. Ich weiß, ob die Quest noch weitergeht, aber das haben wir jetzt so lange schon dabei, das weiße Fläschchen. War das in Windhelm? Ich sehe es gerade nicht. Windhelm, ja. Es war in Windhelm. Hat mich sogar noch erinnert. Ich weiß nur nicht mehr, wer da zu den Typen hinkommen. Ich glaube, der war im... in diesem sehr, sehr, sehr undurchsichtigen Jahlhaus. Der Hofzauber... irgendwer da war. So, wir finden ihn schon. Bote? Kommt zu mir, wenn ihr irgendetwas braucht. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ich habe einen Brief und einen Haufen Gold. Irgendwas von wegen eurer Erbschaft. Ach, und mein Beileid. Ja, habe ich mir fast... Das war's dann wohl. Ich muss los. Habe ich mir fast schon gedacht. Ich ahne von wem. Wir waren ihm mal ein guter Freund. Und diesmal, ich schwöre, wir haben ihn diesmal nicht umgebracht. Wir haben sogar versucht, ihn zu retten. Achso, hier. Wir haben versucht, ihn zu retten, aber es ging einfach nicht. Erik, im Namen von Jarl Skalda haben wir die traurige Pflicht, euch über den Tod von Silus Vesuius zu informieren. Silus Vesuius hat euch ein Erbe von 100 Goldstücken. Ja, okay. Alles klar, dankeschön. Das erste Testament war ehrlich gesagt das Furchtbarste, was wir bekommen haben. Königliche Rüstung, Mädel. Vielleicht in ein paar Jahren. So. Hier, ah, das war gar nicht der Hofzauber, das war hier. Stimmt, stimmt, stimmt. Eine Apotheke. So. Nee, ihr nicht.
Darf ich kurz? Mein Meister ist etwas aufbrausend, aber ich habe schon so viel von ihm gelernt. Ja? Ach, oben. Es gibt noch ein oberes Stockwerk. Alles klar. Ich werde wohl nie Meister Norelions Geschick für Zaubertränke erlangen. Da ist er. So, ich grüße euch, mein Freund. Die Alchemie ist simpel. Es sei denn, ihr seid ein Simpel. Dann kann ich euch nicht helfen. Das ist richtig. Aber ich habe etwas für euch. Das Fläschchen. Aber es ist leider beschädigt. Das entspricht sämtlichen Beschreibungen des Fläschchens, die ich in den Überlieferungen gefunden habe. Aber wenn es ausläuft, werden wir es nie erfahren. Wie habt ihr es denn geschafft, es zu beschädigen? Das war schon. Das habe ich nun davon, dass ich es nicht selbst geborgen habe. Mhm, auf jeden Fall. Es war schon so, als ich es gefunden habe. Das dachte ich mir. Ihr besitzt wohl auch gar nicht die nötigen Kenntnisse, um das Fläschchen beschädigen zu können, selbst wenn ihr wolltet. Boah. Wie dem auch sei, damit wäre dieses Thema beendet. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Ich bin nicht in der Stimmung, Gäste zu unterhalten. Ihr findet sicher selbst hinaus. Hier, das ist für eure Mühen. 5 Septime, Alter, was für ein Arschloch. Was für ein riesen Arschloch. Boah, ich hasse den. So, Quint. Quintus, mein Freund mit der Pigmentstörung. Ich möchte euch für eure Hilfe danken. Ich weiß, dass mein Meister manchmal etwas kurz angebunden sein kann. Ich habe gerne geholfen, aber ich habe noch 5 Septime bekommen. Ach, das tut mir leid. Auch wenn das Fläschchen beschädigt war, glaube ich, dass eure Bemühungen eine Belohnung verdienen. Natürlich. Wenn ihr mich nun entschuldigen wollt, ich möchte mich um Norelion kümmern. Ich kann dafür sorgen, dass er an seinen letzten Tagen weniger Schmerzen leidet. Nee, mach das mal nicht. Na gut, mach das mal. Schlechtes Gewissen. Okay, weißes Fläschchen haben wir auch endlich mal abgeliefert. Wir hatten es die ganze Zeit im Inventar und wir hatten es die ganze Zeit im Hinterkopf. Aber zum Glück ist es weg. So, also langsam. Guck mal, wir haben kaum noch Quests übrig. Das ist, und es werden immer mehr, die wir gemacht haben. Wow. Okay. Ja, läppert sich langsam, ne? Es sind doch schon mehr, als ich dachte. Sprich mit Quint. Ah, ne, das war hier. 13 und 24. Become a full member of the Thieves Guild. Das wird noch lustig. Ja, hier sind es noch ein paar. Ja, müssen wir nochmal. Finde das Wort der Macht in Schanz des vergessenen Tals. Das können wir. Ehrlich gesagt, Wort der Macht finde ich eigentlich eine gute Idee. Aber jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wir schauen mal ganz kurz, was wir nächste Folge machen. Ich habe noch keine Ahnung, wo es da weitergeht. Ich würde gerne noch ein paar Quests, die wir eigentlich schon erledigt haben, abhaken, weil ich einfach immer gerne, ich habe gerne Ordnung im Questjournal. Wenn da 70 Quests sind, dann das, ja, da werde ich fuchsig. Also 70 offene Quests. Deswegen mal gucken, was wir noch loswerden können. In der nächsten Folge jetzt erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Gehabt euch wohl. Tschüss.